Die Wikinger-Kampagne der neuen Welterweiterung beginnt mit einer recht interessanten Mission. Wir starten mit einer kleinen Flotte mitten im Meer und haben den Auftrag, mindestens eines unserer Schiffe in den verbündeten Hafen im Südosten zu bringen. Es gibt mehrere Wege dorthin, aber alle sind von Riffen versperrt. Um sie zu beseitigen, müssen wir verschiedene Nebenquests erfüllen. Insgesamt gibt es 5 davon, aber nicht alle sind erforderlich. Wichtig ist aber, dass mindestens eine Fähre überlebt, damit wir nicht verlieren. Ob eine Fähre oder ein Kriegsschiff das Ziel erreicht, ist aber egal. Auf Normal starten wir mit 60 Mana, 2 Kriegsschiffen und 3 Fähren mit 10 L3 Schwertkämpfern, 5 L3 Bogenschützen, 5 L3 Axtkämpfern, 15 Pionieren und 2 Gründungskarren. Im leichten Modus erhalten wir 2 zusätzliche Fähren mit weiteren 10 L3 Soldaten jedes Typs sowie doppeltes Mana. Unabhängig von der Schwierigkeit haben wir auch 100% Kampfkraft, da diese aber per Skript festgelegt wird, können wir sie nicht weiter erhöhen. Also selbst wenn wir uns entscheiden sollten, eine Siedlung zu bauen, wären Zielobjekte sinnlos. Schickt eure Flotte in Richtung Südosten, bis ihr die erste Abzweigung erreicht. Ihr erkennt sie daran, dass der östliche Part von 2 Kriegsschiffen blockiert wird, die gewisserweise die 6. Barriere sind. Hier teilt sich die Karte grob in 2 Pfade: Siedeln oder Militär. Der Siedelpfad führt uns weg von den Kriegsschiffen Richtung Westen. Sobald wir das erste Riff erreichen, treffen wir auf einen Gärtner, der uns bittet, für ihn eine Getreidefarm zu errichten. Das nötige Baumaterial befindet sich in der Nähe, aber auch ein paar feindliche Bogenschützen, die ihr erst eliminieren solltet. Das Material reicht auch für ein Lazarett, falls ihr eure Soldaten danach heilen möchtet. Folgt dem Pfad weiter zur nächsten Abzweigung und fahrt dann nach Osten. Bei den nächsten Riffen findet ihr einen Priester, der euch bittet, ein Warenlager auf der Insel zu erobern. Auch dort stehen feindliche Soldaten, also erst Soldaten und dann Pios hinschicken. Hier könnte man auch gut eine Siedlung errichten, nur Spitzhacken müsst ihr über eine Werkzeugschmiede oder den Geschenkzauber besorgen. Den Priester könnt ihr mitnehmen. Wenn ihr dem Weg weiter folgt, zweigt er sich erneut ab. Im Nordosten bittet euch ein weiterer Priester um Hilfe, um ein gestohlenes Amulett zurückzuholen. Also ein weiterer Fall für eure Soldaten. Dieser Weg verbindet den Siedelpfad mit dem Militärpfad. Ihr landet dann hinter den Kriegsschiffen, die den Weg vorher blockiert haben. Wir ignorieren aber den nordöstlichen Weg und fahren weiter nach Osten. Dort gibt euch noch ein Priester die Aufgabe, 10 Soldaten in einen markierten Kreis im Osten der Insel zu bringen. Hier reicht es, die Soldaten mit Alt in den Kreis zu schicken, der Angstzauber kann aber dabei helfen, dass eure Soldaten nicht draufgehen. Sobald das geschafft ist, steht euch der Weg zum Ziel offen und die Karte ist geschafft. Ja? Keine Ahnung, ist das nicht dein Fachgebiet? Oh, ja, lustiger Witz, bitte lachen. Danke, Sans. Das ist der Weg mit den wenigsten Prüfungen und auf leicht auch gar kein Problem. Bitte? Ja. Ich mag die Idee dieser Karte wirklich gerne. Das hat weitaus mehr mit Entdeckung und Abenteuer zu tun als die Wikinger-Kampagne der ersten Mission-CD. Ich finde aber, dass man auf Normal zu sehr in Richtung Siedelpfad gedrängt wird. Würde man zusätzliches Mana für die beiden Quests mit Priestern bekommen oder wären auf einer der ungenutzten Inseln Soldaten versteckt, die man mitnehmen kann, wäre es was anderes. Aber damit fängt die Wikinger-Kampagne schon mal gut an. Thank you.